Bullseye. Da sind doch viel zu viele Endermen unterwegs. Man trifft ihn auch nur einmal. Jetzt hat er nur 11 Leben. Ich weiß nicht, wie viel Leben er wirklich hat, aber 30 hat. Oder sogar 100. Was auch immer war. Ja, wie viel Angriffsschaden macht mir eigentlich 7 Angriffsschaden mit dem Schwert? Weiß nicht, ob wir da immer 7 runterziehen, wenn wir den einmal treffen. Da kann man ja runterrechnen, wie viel mal den wir jetzt getroffen haben. Also, wir haben den jetzt schon 5-mal getroffen. 6. Mal. Und siebtes Mal. Wir haben uns immer als erstes treffen, damit wir den Kopf nicht reichen können. Was mache ich denn jetzt? Ein Scroller, ja. Schnell, Schwert wieder. Kommt er nicht gleich. Und da kommt er nicht an. Ey, der hat uns getroffen, aber ich ihn nicht. Das gibt's doch nicht. Traurige Musik im Hintergrund. Muss ich mal was Lustiges erzählen? Da habe ich jetzt abgelacht, wie da sich jemand, da hat so ein 10-jähriger Bobby sich gedacht: Ja, ich nehme auch mal auf, wie ich den Enderdrachen besiege. Natürlich mit dem Default Texture Pack. War ja 3 Jahre oder so. Und 10 Jahre kennt sich da bestimmt nicht so aus. 10-jährige will ich auch gar nicht abstreiten, die auch etwas klüger sind als er wahrscheinlich und das schon übelst die Promoter sind und keine Ahnung, was es da noch so alles gibt. Entwickler gibt's alles, nur er war es eben nicht, aber übelst dann nicht. Und er ist eben auch, was weiß ich, 7-mal gestorben und er hatte sich alles gecheatet. Alles gecheatet, muss man sich vorstellen. Da ist immer gestorben. Der hat die ganze Zeit mit Schneebällen geworfen und Pfeilen geschossen und auch mit dem Dia-Schwert, was mit allen möglichen Verzauberungen. Aber die Verzauberung, das juckt da den Endertrachen nicht. Weil das glaube ich, dass die wirklich sind. Weil Verbrennung kriegt der auch nicht. Und da ist eben der Endertrach auch so auf den Zug geflogen und da hat er übelst Angst bekommen. Da hat er übelst Angst bekommen. Da hat er gleich erstmal, wo er das erste Mal da auf einen zugeflogen ist, erstmal das ganze Spiel geschlossen. Da hat er sich schon entschuldigt, da dass es aussehen abgeschmiert ist. Aber man hat ganz genau gesehen, der hat es ja natürlich auch nicht rausgeschnitten, dass er da ins Menü gegeben hat, auf Escape gedrückt hat und dann auf Spiel beenden gedrückt hat. Na? Das haben alle mitbekommen, weil es genau im Video war. Also, das war so noobisch von dem. Da habe ich dann einfach nur abgelacht, wie man da einfach nur mal Angst kriegen kann. Natürlich sieht es da für einen 10-Jährigen, der vielleicht gerade in die 4. Klasse oder 3. Klasse geht, etwas gruselig aus, wenn man das erste Mal ein Endtier ist und da so einen komischen Enderdrachen einfach nur auf einen Zuvisier sieht. Also, ja, Hut ab. Wo ist er denn? Jetzt wird er weg. Jetzt ist er wieder verkrochen. In seiner Misthöhle. Komm doch. Ah, du musst aufpassen. Ich wollte mich gerade was essen. Da kommt er nochmal. Ah. Schnell was essen.
muss ihn ganz genau ein Auge behalten, weil ich gerade nicht kämpfen kann, weil sonst die Gefahr ist. Oh nein, er kommt jetzt wieder. Ne? Erst wollte ich, dass er kommt und jetzt will ich doch nicht. Aber er fliegt doch nochmal hoch, die Lüfte und kommt erst später zu mir runter. Ja, jetzt kommt er zu mir runter. Wow, jetzt kommt er von unten oder was? Willst du mich verarschen? Aber da sind nur noch drei Balken. Ich lebe sogar Balken, sag ich jetzt mal, weil es oben angezeigt wird. Komm, nee, nicht treffen. Er denkt natürlich, dass ich ihn getroffen habe. Er fliegt weg, jetzt kommt er wieder. Wie ich immer als erstes Schaden bekomme. Aber wir haben es gleich geschafft. Wir haben es gleich geschafft. Jetzt habe ich ihn nicht gesehen. Geschlagen. Gesehen. Also. Wo ist er denn? Dort. Ja, komm. Die letzten Schläge. Ja, ganz genau. Jetzt wird er noch aggressiver oder was? Willst du mich eigentlich verarschen, du blöder Drache? Verzieh dich in dein Haus aus Obsidian und Endstein. Oh, dort ist noch ein. Oh oh. Haben wir ihn übersehen? Nicht, dass der jetzt nochmal dorthin fliegt und sich da wieder auflädt. Ja, noch zweimal schlagen oder sogar noch einmal. Wenn ich jetzt sage, noch zweimal. Wenn man richtig treffen. Schöne Musik. Von Intro von Zordon. Von Kelly McCloud. Wenn ich mich recht im Sinne. Da kommt er immer drauf. Noch einmal schlagen. Boah, jetzt ist sogar zweimal. Das kann man ja schwer beeinflussen. Ich will noch was essen, dass es wieder auflädt. Boah. Ich zitter aber auch gerade, wenn ich ehrlich sagen muss. Weil ich gerade ganz aufgeregt bin, dass ich ihn töte. Ich habe ihn ja schon einige Male getötet. Wer es vielleicht noch nicht erraten hat, also ich habe es glaube ich mal noch früher. Ah, oh, noch einmal schlagen! Guck mal, noch wenige. Viertelbalken hat er jetzt. Und. Und. Schaut es euch an! Ein Screenshot gemacht. Schaut es euch an! Level und ich habe noch das Inventar ein bisschen leer. Ich nehme was zum Andenken mit. Es geht gar nicht so schnell abzubauen. Was habe ich hier drauf? Effizienz 5. Ja, Endstein ist ein bisschen hartnäckig, würde ich sagen. Ne? Stärker als Stein. Sieht natürlich in dem Texture Pack etwas beschissen aus. Aber das werde ich natürlich. Das ist wieder so ein Ansporn in mein Mixed Texture Pack, das zu ändern.